Hallo YouTuber und Simson-Freunde, willkommen zum heutigen Reparaturvideo. Wird eine ganz fixe Sache. Ich möchte am vorderen Schutzblech den Spritzschutz erneuern. Bei mir ist das schon ein bisschen anders aufgebaut, weil das ist schon nicht mehr der originale. Mich hat mal frontal jemand aufgegabelt, der gute Herr wollte vor mir links abbiegen und hat mich dabei für ein Fahrrad gehalten. Daher musste ich schon den Hauptrahmen und ähnliches tauschen. Unter anderem habe ich damals den Spritzschutz neu gemacht, also das Ding kennt man auch vielleicht unter Entenschnabel oder Mudflaps oder ähnlichem. Offiziell heißt es Spritzschutz und ich habe den damals mit Schrauben einfach nur befestigt. Ursprünglich sind die Dinger genietet. Ihr habt so eine Verschlusskappe da drauf, die ja eigentlich nur so ein Blechdeckel ist. Und unter diesem Blechdeckel, wenn ihr den irgendwie weghebelt mit einem spitzen Schraubendreher oder so, verbirgt sich eine Niete. Die Niete könnt ihr dann ausbohren, dann kriegt ihr das Ganze raus. Bei mir ist es die Arbeit aber wesentlich einfacher. Ich brauche einfach nur einen flachen Schraubendreher und einen 8er Mausschlüssel. Denn zwischen Reifen und Schutzblech ist sonst nicht genügend Platz. Und der ganze Kram ist ziemlich festgegammelt. Moment. Ja, leider festgestellt, kein Penetrieröl mehr im Haus. Also Schraubendreher eine Nummer größer. Und dann, was war es jetzt hier ein bisschen? Mit Fingerspitzengefühl machen. Normalerweise würde ich sagen, nehmt einfach ein bisschen Penetrieröl auf die Gewindegänge, lasst es ein bisschen einziehen, wenn ihr da auch Schrauben schon verbaut habt. Denn, um ehrlich zu sein, natürlich ist dort immer irgendwie Rost. Das ist ja der Spritzschutz. Das heißt, da schlägt immer Feuchtigkeit und Dreck von der Fahrbahn gegen. Das ist normal, dass das verkeimt. So. Sprengring. Mutter. Und unsere Schraube. Erster Teil. Zweiter Teil gleich hinterher. Die Seite geht einfacher. So, wieder da. Ich habe mir einfach ein bisschen Eimer mit Wasser genommen. Und dann putzen wir das Ganze hier ein bisschen. Und man sieht schon, unten ist Rost angesetzt. Da werden wir gleich noch was gegen tun. So, Kontaktflächen wollt ihr immer, wenn es geht, gleich mit sauber machen. Ihr kommt ja sonst nur schlecht ran. Also gerade wenn ihr dann irgendwie den neuen Schmutzfänger dort, also den neuen Spritzschutz anschraubt, dann war es das schon. Dann habt ihr wieder die Stelle für Ewigkeiten verschlossen. Deshalb kümmert euch jetzt um sowas. Dann ist es nachher nicht mehr so wild. Und während wir jetzt warten, dass das Ganze erstmal trocknet, vergleichen wir mal den alten und den neuen Spritzschutz. Und der offensichtlichste Unterschied, ich halte es mal hier unten hin, dass ihr es seht, ist, bei dem hier ist dieser Plastiknippel in der Mitte nicht drin. Ich habe aber das Loch im Schutzblech, das heißt, ich kann den ansetzen. Das würde funktionieren. Problem bei der ganzen Geschichte, bei mir zumindest, ist aber, dass das Schutzblech die Biegung nicht stimmt. Also, wenn er da jetzt mal hinschaut, wenn ich das jetzt richtig hier reindrücke, dann stimmen bei mir die Löcher nicht. Ich werde mal gucken, ob ich das Schutzblech im unteren ein bisschen nachbiegen kann, dass das passt, wenn es dann alles aber erstmal trocken ist. Schaut genau hin, wenn ihr das nicht habt, also das Loch nicht im Schutzblech habt und auch hier euch dieser Plastikbürbus fehlt, dann müsst ihr dann hier einfach wegschneiden. Weil sonst stimmen die eigentlich überein. Also sonst sind die identisch von der Form her. Schauen wir mal, was wir machen können. So, ich hoffe, ihr könnt sehen, die Markierung. Ich habe das Teil angehalten und habe mir mit einem Bleistift markiert, wo ich die neuen Bohrlöcher setzen muss. Damit es wirklich eng anliegt, muss ich das Ganze nämlich versetzen. Das passt nicht mit diesen vorgebauten Löchern. Wenn ich die nutze, bekomme ich zu viel Abstand. Also bohre ich einfach
mir im Endeffekt genau die Breite des Lochs einmal daneben. Werde es aber vermutlich nicht ganz so groß machen, sondern dann erst nach Anpassung. Ich nehme hier eine Tischlerbank, da kann ich nämlich einfach in dieses Loch reinbohren, ohne dass was passiert. Und bohre nicht irgendwo ins Material. Wer hat, kann sich natürlich auch ein Stück Holz unterlegen. Na, das wandert mir zu sehr. Moment. Wer will, kann sich natürlich auch ein passendes Stück Holz unterlegen, um nicht daneben zu bohren. Ich nehme jetzt einen Spitzbohr und drehe mir im Endeffekt ins Plastik so einen Anfang rein für das Bohrloch an beiden Seiten. Na, ja. Wer mit Holz zu tun hat, der kennt Spitzbohr wahrscheinlich. Alternativ könnt ihr dafür einen Schraubendreher nehmen, der recht spitz ist und recht gute Kanten hat. Das geht auch, kriegt man aber meistens nicht so viel Kraft hin und passt auf, dass er nicht abrutscht und damit euch in die Hand haut. Dieses war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Nachdem wir die Löcher jetzt gebohrt haben, haben wir im Endeffekt schon unser Ende des Ganzen mit dabei. Ich nehme jetzt ein Stecheisen, gut geschärft, lege mir ein Stück Holz unter und nehme jetzt diese Stege, die hier noch sind, also dass die Verbindung zwischen den Löchern entsteht, nehme ich jetzt raus. Das putze ich gleich noch ein bisschen, aber dadurch hat man das jetzt erweitert. Ich habe, denke ich, ein Stückchen zu weit links gebohrt, also schaut euch da genau an, wie es bei eurem Schutzblech ist. Und passt auf eure Finger auf. Ich bin mit sowas aufgewachsen, ich habe mir nicht oft in die Finger geschnitten, denn wenn man sich da einmal schneidet, das prägt sich ein. Die sind so scharf, damit kann man sich rasieren. So. Damit ist der Steg jetzt erstmal so. Jetzt würde ich die Kanten noch ein bisschen nachbearbeiten mit dem Stecheisen. Immer vom Körper wegschneiden, dass er euch nicht irgendwo hinschneidet. Und immer auch das Teil so festhalten. Ihr seht, ich habe die Finger komplett weg aus der Schnittrichtung, dass er da nicht rankommt. Einfach jetzt das Loch schön gerade arbeiten, dass das alles richtig passt. Von innen den Grat wegnehmen und verputzen und dann geht's weiter. So, ich habe mir ein bisschen Stahlwolle genommen. Ich habe das jetzt alles ein bisschen hier abgeschliffen, dass das wieder glatt ist und werde das jetzt mit Zinkspray einfach nur behandeln. Da hat mir der Akku einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also, wie gesagt, alles ein bisschen angeschliffen mit Stahlwolle. Ich habe den Lack nicht da und es ist Sonntag. Das bedeutet, ich werde das jetzt erstmal provisorisch lösen, denn ich will eine Tour machen mit der Simson. Und danach nehme ich mir dann direkt die Zeit und mache das alles neu. Beziehungsweise ist in nicht allzu ferner Zukunft sowieso die Komplettrestauration angesetzt für das gute Stück. Und wenn die anläuft, wird das eh alles neu lackiert in den Originalfarben. Beziehungsweise ich hatte die Maschine schon übernommen. Da hatte sie eigentlich einen Unfall schon gehabt, zu DDR-Zeiten noch. Und ich hatte das S50-Schutzblech mit diesem Steg, der noch vorne drin läuft, drinne. Ich weiß nicht, was da original mit dem Moped mitkam. Das bedeutet, wenn ich das ausgefunden habe, dann läuft diese ganze Restaurationsphase an, beziehungsweise das Teilesammeln läuft dann an. Und bis dahin reicht die provisorische Variante, die ich jetzt vorhabe. Ich nehme ein Stück Pappe, lege das hier so zwischen, dass ich einfach nicht zu viel mitlackiere. Sogar die Zinkspraydose, die ich hier habe, ist schon veraltet. Von daher. Ihr seht, die sprüht schon in alle Richtungen, nur nicht da, wo sie soll. Aber für den Einsatz reicht es erstmal. Ich nehme jetzt nur einen Lappen, wische das, was oben zu viel ist, weg. Muss ja nicht mehr dreckig sein, als es schon ist. So, das lassen wir jetzt trocknen und dann hole ich euch wieder dazu. So, nach einiger Zeit zum Trocknen, hier unser fertig bearbeiteter Schmutzfänger.
Im Endeffekt habe ich beide Schraubenlöcher so weit aufgeweitet, dass ich ohne Probleme genügend Platz habe, um das Ganze einzufädeln und jetzt wieder festzuschrauben. Der Zinklack ist auch trocken, also los geht's. Oh, das war mein Knie. Ist nichts, wenn man alt wird, sage ich euch ehrlich. Ich passe jetzt erstmal beide Schrauben entsprechend in den Löchern an, dass beide drin sind, dann Unterlegscheiben drunter. Und Muttern dazu. Und wem das zu viel Fummelei übrigens ist, der muss einfach das Vorderrad ausbauen. Andere Seite nochmal dasselbe. So, damit ist das Ganze dann auch schon fest. Ja, damit wären wir dann auch am Ende des Videos angelangt. Nach den Brems- und Kupplungshebel ist das jetzt schon das zweite Video der Kategorie, wie arbeite ich Teile um, dass sie wirklich passen. Wenn es bei euch genau passt, Glückwunsch, dann dauert das nicht halb so lange. Wenn es nicht genau passt, ihr seht, man hat die Möglichkeit, was zu machen. Ich möchte am Ende noch mal kurz auf den Aufbau der Verschraubung eingehen. Ich habe außen eine Unterlegscheibe dran, einfach damit der Schraubenkopf nicht in die Aussparung reinrutscht. Dadurch, dass wir die vergrößert haben, kann es leichter passieren, dass beim Festziehen der Schraubenkopf da drin versinkt, beziehungsweise wenn es dann arbeitet, die Kraft ist einfach weniger, die man jetzt braucht, um das Plastik auseinanderzudrücken an den Stellen. Und von innen habe ich eine Unterlegscheibe, Sprengring und dann die Mutter. Auch einen simplen Grund, das Schutzblech ist gebogen und wenn wir die Mutter einfach nur so festschrauben, dann liegt die nur punktuell an. So können wir für die Mutter eine Fläche schaffen, einfach durch die Unterlegscheibe und den Sprengring können wir eine Fläche schaffen, auf der sie anliegt und wir kriegen im Endeffekt mehr Kraft auf das Halten der Schraube. Die Chance ist nicht so groß, dass sie sich losrüttelt. Ja, ansonsten bleibt mir nur wie immer zu sagen, wer aktuelle Projekte von mir sehen will, folgt mir auf Instagram, Twitter oder Google+. Und ich hoffe, euch im nächsten Video wiederzusehen. Viel Spaß beim selber Schrauben und viel Erfolg beim Umarbeiten der neuen Teile. Grüße, euer Simi.